Ich begrüße Sie in der Geburtsmedizin des Universitätsklinikums Jena und möchte Ihnen unsere Wochenstation zeigen. Folgen Sie mir zum Eingang. Auf unserer Wochenstation stehen 27 Hebammen und Kinderkrankenschwestern für Ihre Betreuung bereit, die gemeinsam mit dem Ärzteteam der Klinik für Geburtsmedizin Sie während der Phase kurz nach der Geburt, bis dass Sie nach Hause gehen können, unterstützen bei den wichtigen Veränderungen der Milcheinschuss und den ersten Rückbildungsprozessen. Hier sehen Sie eines unserer Rooming-In-Zimmer. Martha, 3 Tage alt, mit ihrer Mutter, genießen die ersten Tage der vertrauten Gemeinsamkeit in diesem Ein- und Zweibettzimmer, die wir für sie anbieten können. In diesen Zimmern sind alle Möglichkeiten zur Unterstützung einer gelungenen Stillbeziehung und für die Hilfe, die wir ihnen anbieten können, vorhanden. Außerdem haben wir hier moderne multimediale Angebote für Sie. Wir bieten Ihnen an, wenn Sie im Universitätsklinikum Jena Ihr Kind zur Welt bringen, dass wir Sie in den ersten Tagen des Wochenbettes unterstützen und betreuen. Selbstverständlich können Sie auch als ambulante Geburt 6 Stunden nach der Geburt nach Hause gehen. Die meisten Frauen nutzen aber die Möglichkeit, nach einer normalen Geburt 3 Tage und nach einem Kaiserschnitt 5 Tage in unserer Hilfe und Pflege zu bleiben. In dieser Zeit bieten wir die notwendigen Vorsorgeuntersuchungen wie Hörscreening, Stoffwechselscreening und die U2 an, sodass Sie, wenn Sie nach Hause kommen, keine zusätzlichen Wege mehr erledigen müssen. Stillen ist uns sehr wichtig. Deswegen haben wir 2 ausgebildete Stillschwestern in unserem Team, die die Hebammen und Kinderkrankenschwestern anleiten und für Sie für Fragen jederzeit zur Verfügung stellen. In unserem Stillzimmer haben wir bequeme Stillsessel und natürlich auch Milchpumpen, wenn es am Anfang noch nicht ganz so klappt. Unser Ziel ist, dass Sie stillend mit Ihrem Kind nach Hause gehen. Hier auf der Wochenstation haben wir eine sehr enge Zusammenarbeit mit den Kinderärzten unserer Kinderklinik. Jeden Tag ist ein Kollege aus der Kinderklinik hier bei der Untersuchung und Betreuung ihrer Kinder vor Ort. Und hier können wir auch die 2. U-Untersuchung vor Entlassung durchführen. Für die Frauen, die über längere Zeit unsere Unterstützung brauchen, haben wir Möglichkeiten, des Aufenthaltes auch außerhalb der Patientenzimmer geschaffen, mit einer kleinen Handbibliothek und Zeitschriften ihrer Wahl. Üblicherweise können die Väter, wenn sie nicht mit als im Familienzimmer aufgenommen, aber doch den ganzen Tag ihre Frauen und ihre Kinder besuchen. Und das gilt auch für die Angehörigen, die am Nachmittagsbesuch Zeit nahmen. Aber wie Sie wissen, ist zurzeit ein Kontaktverbot ausgesprochen worden und für das ganze Klinikum gilt ein Besuchsverbot. Deswegen können wir derzeit keine Besucher auf unserer Wochenstation zulassen. Zur Entlassung können Sie Ihre Frau und Ihr Kind hier am der Eingang zur Wochenstation von uns übergeben bekommen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einige Einblicke in die Möglichkeiten der Klinik für Geburtsmedizin am Universitätsklinikum Jena geben. Und so bleibt mir Ihnen im Namen meines Teams und ganz persönlich noch eine schöne Schwangerschaft zu wünschen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie in unseren Räumen, in unserer Klinik zur Geburt begrüßen dürften. Bis bald dann in der Geburtsmedizin Jena.